Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play vs. 16 Ultimate Team. Heute mal wieder mit der Türkei, mit unserem türkischen Team. Ja, sind noch in Liga 9. Das letzte Spiel, ihr habt es ja mitbekommen, ist mehr oder weniger kurz vor Ende unterbrochen worden. Es wäre, ich weiß gar nicht mal, eine Niederlage oder ein Unentschieden gewesen. Aus meiner Sicht war es, soweit ich es in Erinnerung habe, gut. Heißt also heute auf alle Fälle, sollen 3 Punkte her. Und mal schauen, ob wir das mit Töre und Co. hinbekommen. Gegen ein, schauen wir mal. Was für ein Team. Hier schon mal freches Trikot. Ich hätte noch rot im Angebot. Möchte er dann grün machen? Dann machen wir doch so. Mein Freund der Sonne. Sulfur. Keine Ahnung, von wem das Trikot ist. Schauen wir mal, was uns hier teamtechnisch erwartet. Gleich mal aufs Rating. Rechts oben schauen. 78. Und wir haben hier ein Team aus der Serie A. Auch interessant. Haben Honda rechts, der, wie es aussieht, von selten auf Non-Rare runtergestuft wurde. Also jetzt nicht mehr glitzernd, und ich bin ganz ehrlich, italienische Liga und Alex sind keine Freunde, ich verfolge sie kaum, ich kenne den Brasilianer von Inter vom Sehen und das war es auch, glaube ich, schon. Und jetzt Honda, immerhin etwas. Schauen wir mal. Hier, mit dem 4-3-3, Marco Inter 1998, also, jemand, der 6 Jahre jünger ist als ich, auch schon bald volljährig, mit 18, und scheint hier Hardcore-Inter-Fan zu sein. Wenn er schon seinen PlayStation-Namen nach Inter Mailand benannt hat. Und da lauert er, unser Yilmaz. Und wir müssen abschließen. Und Perrin, den kennen wir doch auch noch, natürlich. Vom letzten Teil. Und hier immerhin der erste Torabschluss mit Yilmaz. Er war ungefährlich, Problem einfach hier, obwohl Yilmaz schnell ist. Wir wären im Zweikampf verfangen gewesen. Und ich wäre gar nicht mehr zum Abschluss gekommen. Und hört sich vielleicht für manche blöd an, aber ich habe lieber einen ganz schlechten Abschluss als gar keinen Abschluss. Weil Schuss ist Schuss. Also irgendwie ist das wie so eine Melo. Felipe Melo, genau. Es ist wie so eine kleine Torannäherung, finde ich. Und deswegen bin ich da doch bemüht. Ihr sagt, habt das ja auch immer bei FIFA 15 gesagt, schieß doch mal mehr aus der Distanz. Ja, was bei dem FIFA anscheinend schwer ist, aber ich muss sagen, bei mir hat es im einen oder anderen Spiel schon ganz gut geklappt. Ich habe mal vor einer Woche oder so gespielt. Da dachte ich schon, der ist drin. Richtig schön kombiniert. Palacio, den kennen wir natürlich auch noch mit seinem kleinen sexy Zöpfchen. Wobei wir das sexy mal so in den Raum stellen. Ist natürlich immer Geschmackssache. So, und hier ein bisschen Doppelpass. Und Töre mit Pace. Und die Flanke Richtung Yilmaz. Der hier gar nicht mehr war. Und leider keine zweite Welle. Ja, ihr habt immer gesagt, schießt mir aus der Distanz. Und um das abzuschließen, ich habe ein Match gemacht. Ja, vor einer Woche ungefähr. Einfach am Abend. Das war, glaube ich, der Aufstieg in Liga 9. Demirel, Volkan. Ganz ehrlich, den kann man halten. Torwart-Eck. Schiebt sich das Ding noch fast selber rein. Und jetzt bricht da die Wiederholung ab. Ich hätte es gerne nochmal gesehen. Egal. Mal wieder 1-0 hinten. Also das ist wirklich bei diesem FIFA bisher noch Wahnsinn. Ich kassiere viel zu viele Gegentore. Oder eigentlich nicht insgesamt, sondern halt zu schnell oder zu einfach an 1-0. Und dann musst du halt immer dem Rückstand hinterherlaufen. Und wenn ich das ausbügeln will, Minimum ein Tor, dann hast du gerade mal dein Unentschieden. Und wenn du dann den Sieg willst, dann musst du halt schon wieder 2 Tore schießen. Und so viele Tore, bin ich ehrlich, schieße ich in dem FIFA-Teil noch nicht. Also, auch wenn ich jetzt hier noch in niedrigen Ligen bin, ich habe das ja schon mal thematisiert, dass mir da hauptsächlich auch, ja, doch erfahrenere Gegner zugelost werden. Und ich weiß nicht, wenn ihr da irgendwelche Tipps habt, wo es vielleicht bei mir dran scheitert, dann außer Skillen, da weiß ich, dass das noch ausbaufähig ist. Dann schreibt es noch gerne in die Kommentare. Und jetzt, um endlich abzuschließen, ich habe online gespielt. Und Drehung, Schuss, oh Gott. Und Perrin hier auf Abwägen. Und habe dann ein wunderschönes Tor geschossen und habe das über die PlayStation-Funktion aufgenommen, das ging ja. Und was jetzt neu ist, seit Versionsupdate 3, dass man das Ganze nicht nur auf Facebook posten kann, sondern man kann es jetzt auch auf YouTube posten. Das heißt, ich habe mich mit meinen Account-Daten eingeloggt und habe das Ganze mal auf meinen YouTube-Account Brennerchen Blaze hochgeladen. Natürlich als nicht gelistet, dass ihr das nicht seht. Vielleicht schneide ich das mal in irgendein Video rein. War, wie ich finde, doch wirklich ein ganz schöner Distanzschuss. Ich überlege gerade, von wem. Ich weiß es gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Aber er war schön aus der Distanz und ich dachte mir, okay, vielleicht kann ich es ein paar Mal machen, wenn ich so selber spiele und nicht aufnehme und es kommen ein paar schöne Tore rum. Lade ich die alle auf YouTube hoch, lade sie mir am Mac wieder runter und schneide für euch vielleicht, ja, in gewissen Zeitabständen so ein Best-of zusammen von ein paar Toren, die ich eben geschossen habe, wo ihr nicht
wo ihr nicht im Video dabei wart. Genau, so muss man es ja fast sagen. Und Boateng war hier fast den Ball verloren, aber auch nur fast. Und wenn mit Ekichi, wir schauen mal, ob wir Stoch hier oben mitnehmen können. Den sollte noch erlaufen. Und sind vorbei. Und jetzt flanken wir. Und weggefaustet. Nicht ganz souverän, wie ich finde. Aber wie sagt man so schön, aus der Gefahrenzone herausbekommen. Und Boateng war hier mit einem leichten Ballverlust. Aber Palacio wurde dann, Gott sei Dank, vom Ball getrennt. Und hier bleibt Boateng war gleich mal vorne. Und ist angeschlagen. Und Schlenzer, ja gut, der war ein bisschen hoch angesetzt. Halbe Stunde rum. Durchwachsen, gebe ich offen zu. Aber jetzt vielleicht hier der Fehler mit Yilmaz im 16er. Und Töre. Oh, kein Problem für Perrin. Schade. Sowas musste eigentlich bestrafen. Und er macht hier einen auf arrogant. Oder halb arrogant. Und ich habe ihn leider nicht bestrafen können. Ja, ich glaube Honda, auch wenn das hier runtergestuft wurde, 77 Gesamtrating, er hat noch ganz nice Pace-Werte. Ebenso wie Palacio, der hier an den Außenpfosten trifft. Und jetzt haben wir den Ball. Und Yilmaz verliert gegen Enrique den Ball. Und Melo. Hier der Abräumer im Mittelfeld. Boateng war wieder fit und das hat Demirel diesmal ganz gut gemacht. Und zum Abschluss geklärt. Heieiei. Hitziges Ding. Wo die richtigen Chancen auf meiner Seite noch fehlen. Aber kann ja noch werden. So, wieder leichter Ballverlust, aber das Bällchen zurückgeholt. Und hier Töre. Schicken wir mal auf die Reise. Und schauen, ob wir Yilmaz. Die zieht immer so sehr aufs Tor. Ich wollte fast sagen, das war hier eine Flanke aus dem... Alter, Hand. Ist hier eine Flanke aus dem Halbfeld. Aber hat es dann doch enorm noch Richtung Tor gezogen. Richtung 5 Meter Raum. Und dann ist es natürlich für den Keeper kein Problem. Und hier haben wir es Honda. Der den Ball eigentlich verloren hat. Aber ich bin so nett. Und gebe ihn ihm nochmal. Und der war Gott sei Dank zu unplatziert. So, und Erkin. In die andere Richtung. Wir nehmen mal Stoch mit. Gegen Macchio. Der hier einen bulligen Eindruck macht für den Außenverteidiger. Oder zumindest war er aktuell auf der Außenverteidigerposition. Boateng gewinnt das Topfballduell. Und wir machen den Doppelpass mit Töre. Aber Töre ist schon wieder vom Ball getrennt. Mal schauen, ob wir nochmal bekommen. Riskantes Spiel hier. Aber dann am Ende weit rausgeknallt. Und leider Halbzeit. Und wir gehen mit einem 1-0. Weniger Ballbesitz, gleich gute Passgenauigkeit und zwei Schüsse weniger. Also eigentlich relativ ausgeglichen. Aber, sind wir ehrlich, die besseren Chancen hatte er. Er hatte noch einen Pfostenknaller. Und eben das 1-0, wo, sind wir auch ehrlich, der Torwart vielleicht hätte halten können. Aber bringt am Ende nichts. Wir sind 1-0 hinten. Und da muss was passieren. Es kann nicht so sein, dass es in Liga 9 genauso schleppend wird wie in Liga 8. Ganz klar, mir fehlt ein bisschen das Training. Ich spiele lang nicht so viel wie noch zu FIFA 15 Zeiten. Oh, da hat er Glück gehabt, dass das kein Foul war. Da hätte ich den Haken vielleicht lassen sollen. Und Boateng war hier mit der Balleroberung. Und wir haben hier Yilmaz, der den Ball weit springen lässt. So, und kein Abseits. Yilmaz im Ballbesitz. Ball auf Boateng war. Stoch, 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 Stoch! Das Kopfballungeheuer! Etwas lucky, ich wollte ihn eigentlich mit der 1 schön ins Eck schieben. Aber er ist dann irgendwie doch nicht so dran gekommen. Und regelt das Ganze eben. Den Abpraller da mit dem Kopf. Perrin schaut hier betröppelt rein. Boateng war schön den Ball zurückerobert. Und der erste geblockt und der zweite dann eben per Kopf. Und back in the game. In der 52. Minute das 1-1. Und jetzt schauen wir mal, dass wir da noch 3 Punkte draus machen. Spielverlauf völlig offen. Ja, und jetzt hier der Fehlpass. Und Yilmaz. Oh, die sind alle zu unplatziert. Da muss ich dran arbeiten. Die sind wirklich alle viel zu unplatziert und ungefährlich. Das war hier schon der dritte Schuss im Spiel. Und
Den Ball haben wir wieder. Und wieder Stoch hier, der uns in Führung gebracht hat. Schauen wir mal, ob wir mit der Flanke wen finden. Ja, den Innenverteidiger. Und Palacio behauptet hier den Ball. Ja, und er baut hier ein paar Trickpässchen ein. Und oben, aber Bosingwa ist zur Stelle. Sehr schön. Und auch Ekichi, Töre und Stoch. Und schauen wir mal, Yilmaz bricht ab. Aber den Chip auch abgefangen. Und Stoch auf Yilmaz. Ich glaube, den eigenen Spieler angeschossen. Oh mein Gott, der wäre wahrscheinlich reingegangen. Der war zwar nicht hart, aber der wäre platziert in, zur linken Seite. Und ich schieße den eigenen Spieler an. Oh mein Gott, ist das bitter. Und hier rustikale Grätsche. Aber im Ballbesitz ist Töre auf Yilmaz. Yilmaz verliert das Zweikampfduell. Und jetzt pfeift er das Foul. Aber keine gelbe Karte. Gut, dann können wir mit leben. Und der macht das hier. Ja, teilweise ganz schön riskant. So hinten rum. Bisher konnte ich ihn leider noch nicht bestrafen. Und hier macht mich gerade Meunier etwas nass. Aber jetzt haben wir den Ball. So. Yilmaz. Und da hinten war vielleicht ein verletzter Innenverteidiger, der da am Boden lag und deswegen hier den Ball noch geholt hat. Ich glaube nicht, dass er mit Libero spielt. Und Fehlpass-Festival. Aber jetzt haben wir hier Stoch. Verdeckter Schuss. Keeper hat prallen lassen. Und jetzt sind wir doch hier ein bisschen am Drücker gewesen. Und den Hammer. So, und wieder in die richtige Richtung. Aufs gegnerische Tor. Töre mit Übersicht. Und wir kommen nochmal von der linken Seite. So, und lassen die das Blech ein bisschen laufen. Und hier schlechter Ball. Das kann man nicht anders sagen. Und Topal holt sich das Ding aber wieder. Und wir haben mit Ekichi und Stoch über den Flügel, der sich den Ball erläuft. Ah, die Flanke war wieder. War wieder scheiße, muss man leider so sagen. So, und jetzt hier Töre. Das gibt Freistoß. Und das ist die Frage, haben wir einen guten Schützen? Ekichi, wir machen schnell. Oh, verzogen. Schade, schade. 9 zu 3 Paraden. Perin jetzt hier deutlich in Überzahl. Heißt, wir sind am Drücker. Aber es steht eben leider noch 1-1. Mal schauen, ob wir das in den letzten 12 Minuten noch ändern können. Wo singen wir hier? Rustikales Einsteigen. Und ich denke, wir machen mal offensiv. Und laufen hier ein bisschen an. Und haben den Ball. Und Töre auf Yilmaz. Alter, yeah! Kleimer das mal rein! Töre, mit ein bisschen Glück, spitzer Winkel, verdeckter Schuss, rein das Ding! Und da seht ihr mal, was da für ein Druck auf meinen Schultern lastet. Endlich mal ein Dreier wieder. Sehr, sehr viele Unentschieden, die letzten Spiele. Und natürlich auch Niederlagen. Und ich würde sagen, anhand der zweiten Halbzeit ist diese Führung auch nicht unverdient. Oh, Yilmaz. Aber Kier ist am Start. Und spielt einen schwachen Ball. Heiße Schlussphase, ja, ich hoffe, das kann ich vermeiden. Kein Abseits. Yilmaz, Keeper kommt. Ball zu weit vorgelegt. Und es kommt hier ein Torwart-Solo. Und jetzt eine schnelle Balleroberung. Dann wäre hier eventuell ein langer Schuss möglich. Aber hat nicht sollen sein. Und hier Fehlpass über Fehlpass. Und hier nochmal Töre. Und wir nehmen Yilmaz mit. Auf den zweiten Pfosten vielleicht doch. Wow!
So nicht anders. Stoch mit der zweiten Kiste. Wunderschön gemacht von Yilmaz. Da habe ich ihn hinten starten sehen und der Ball ging einmal durch. Und Perrin natürlich keine Chance mehr. Und das soll es doch dann jetzt gewesen sein. In der 89. Minute. Das 3-1. Wunderschön. So macht FIFA Spaß. Und ihr kennt das. Gewinnen macht immer Spaß. Und ich denke, gerade auch in der Folge mal wieder einen Sieg einzufahren, kann doch nicht schaden. Und vielleicht doch mit einem indirekten Hattrick. Aussteigen lassen. Gibt es nochmal eine Ecke? Ja. Schade. Also Stoch dreht hier heute richtig aus und darf es hier zur Feier des Tages gleich nochmal ran. Und dribbelt ins Aus. Aber das war's. 3-1 zum Ende. Wunderbare 3 Punkte. 4 Punkte aus den ersten 2 Spielen. Das ist okay. Und wir schauen mal noch auf die Statistiken. Stoch mit 9,7er Rating. 712 Münzen mit Boost im Hintergrund. Und 13 zu 6 Schüsse. Da haben wir zweite Halbzeit gut aufgeholt. Mehr Passgenauigkeit. Und gleicher Ballbesitz. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Ich bin für heute raus. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.